Moin meine geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 10 gegen Willi. Und wieder mit unseren üblichen Kandidaten Peter, Bram, Christian und Sebastian. Und genau in dieser Reihenfolge werden wir heute auch anfangen. Jeder der Kontrahenten muss quasi zu seiner Rubrik dann 10 Begriffe vorgeben. Und die anderen Jungs haben dann 45 Sekunden Zeit, quasi so viel auch zu herauszufinden zu der Rubrik oder beziehungsweise Begriffe zu nennen aus der Rubrik. Und dann schauen wir, wie viele Übereinstimmungen es gibt und dann verteilen wir am Ende Punkte. Und wir machen das diesmal so, wir haben dann nochmal intern besprochen, wir möchten das so machen, dass wir nicht mehr dieses Finale machen, denn das hat irgendwie, das gab nicht so die Vibes bei uns und deswegen haben wir gesagt, streichen wir den Spaß einfach und machen einfach nur noch quasi in Anführungsstrichen die 4 Runden, wo jeder dran ist und dann schauen wir, wie es am Ende aussieht mit der Platzierung. Mhm. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit Peter. Okay. Und dann ziehe ich einfach uns beide raus kurz. So. Okay. Peter, ja. Dein Begriff ist Italien. Das heißt, du musst mir jetzt 10 Begriffe zu Italien geben. Land. Und ja, mal gucken, was die Jungs sagen. Land, okay. Das klingt schon mal nach einem Begriff, was, weil Italien ist ein Land. Passt. Pasta. Was? Pasta. Pasta? Ach, Pasta. Ich hab Asta verstanden, so wie, ja, wie Astra. Ja, dann hat er das P verstuckt. Alkohol. Ich meinte Pasta wie Pasta, wie ja, 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 Pasta, Pasta. Nudeln nehmen wir direkt mit. Spaghetti-Nudeln. Okay, ja, Nudeln und Pasta, gut, sind zwei verschiedene Begriffe, aber die beschreiben dasselbe, sondern. Ja, wenn der eine Pasta sagt, könnte ich mir auch vorstellen, dass der Nudeln sagt, aber das weiß ich natürlich nicht. Ja, natürlich, das macht natürlich Sinn. Boah, nehme ich noch Spaghetti mit rein. Das wäre auch noch eine Option, voll auf die Nudelvariante gehen. Du kannst natürlich voll auf die Nudeln gehen, wir nehmen das erstmal mit auf. Und wenn die dann auf Ferrari kommen. Oder Lamborghini. Ja, das ist eigentlich auch naheliegend. Lamborghini nicht so sehr, aber Ferrari könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ferrari finde ich gut. Ferrari Fiat, was gibt es denn da alles? Fiat könnten sie auch sagen. Aber ich finde, ja. Vielleicht sagen sie auch, wie heißt der Tiroler See? Nee. Weißt du, was man noch? Rom. Rom, was ist die Hauptstadt, ja? Könnte man nehmen. Die Rom. Ich frage mich, ob ich sowas wie Schuh nehmen sollte, weil das Land geformt ist wie halt ein Schuh, der Klassiker. Das ist wie ein Stiefel. Ja, Stiefel, nicht wie ein Schuh. Stimmt, nicht wie Schuh. Also du kannst natürlich Stiefel nehmen. Ja, ich weiß nicht, ob das zu weit hergeholt ist oder ob die dann alle das sagen. Ich frage mich auch, ob die Landesflaggenfarben nennen. Also, meinst du einfach grün, weiß, rot? Ja, genau, das hat drei Begriffe. Kann natürlich sein. Hätte man 3 easy Snacks, aber ich weiß halt nicht, ob die das sagen würden. Ich nehme mal Hymne. Fratelli Italia. Wenn die Nationalhymne sagen, ist das gleiche, oder? Na, 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 ja, würde ich schon sagen. Ich würde es einfach Nationalhymne sagen, okay. Wenn nicht Hymne sagen. Und wenn, dann würde ich sagen, ist Nationalhymne, da passt besser. Da passt, würde ich sagen, Hymne ist auch okay. Also wenn die bei Ferrari Fiat sagen, dann zählt das natürlich nicht. Nee, logisch, klar. Aber ich will jetzt nicht für Hymne und Nationalhymne 2 Begriffe. Und wenn die halt Nudeln nur sagen, dann streiche ich natürlich auch Pasta nicht ab. Ja, klar, logisch. Ah, oder sowas, ne? Okay. Aber Nationalhymne und Hymne, ja, es passt schon. Das ist ja. Italien hat so viele Möglichkeiten. Du könntest jetzt noch mehr auf Städtenamen gehen. Du könntest auf Politikernamen gehen. Da sind ja in der Geschichte von Italien so ein paar Bekannte, die einem dann vielleicht einfallen würden. Berlusconi. Ja. Oh, Bunga Bunga, Junge. Bunga oder Bunga. Mussolini. Aber ja, das ist natürlich. Cäsar. Man könnte noch mehr auf Kulinarik gehen, man könnte sowas wie Wein. Da ist auch der Vatikan. Nehmen, genau, stimmt. Man könnte Kirche, Vatikan, Mafia vielleicht auch. Mafia, ja, durchaus. Du hast jetzt gerade aktuell Land, Pasta, Nudeln, Spaghetti, Ferrari, Rom und Nationalhymne. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Sachen, die du bislang hast.
Wir nehmen noch EU. EU, okay. Oder Europa. Tja. EU und Europa würde ich trotzdem wieder was anderes sehen, weil das ist ja Europäische Union. Also wenn die Europäische Union sagen, dann würde ich sagen, ist EU okay. Aber wenn du sagst Europa, dann Europa. Europa nehme ich dann. Okay, Europa. Oder Alpago? Urlaub Eis? Vielleicht? Pizza? Oh, Pizza natürlich. Oh, wie konnte ich denn Pizza vergessen? Ja, weiß ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hast du jetzt. Ah. Ja, Pago will ich nicht nehmen wegen Christian, wobei der mittlerweile auch schon so häufig von Pago das hat einfach auch, das ist Christian ist bestimmt der Einzige, der jetzt Alpago sagt. Ja, ich habe gerade gedacht, der ist doch der Einzige. Italien, du hast so viele Möglichkeiten. Komm, wir nehmen noch... Mittelmeer, Adria. Wir nehmen noch... Boah, Turin. Ich nehme entweder Pisa. Pisa. Oder Vatikan. So. Günther Steiner. Ja, Tirol, ja. Wir nehmen... Antonio Giovinazzi. Wir nehmen Vatikan. Vatikan. Dann haben wir, ich habe gerade sicherheitshalber selber mitgeschrieben, Land, Pasta, Nudeln, Spaghetti, Ferrari, Europa, Rom, Nationalhymne, Pizza und Vatikan, richtig? Das ist richtig. Ja, damit gehen wir. Das ist richtig. Ja. Okay. Dann ziehe ich mal den Herrn Brammen. So. Hallo? Hi. Hallo? Hallo? Hallo. Na, wie geht es Ihnen? Geht es Ihnen gut? Sehr gut. Ich musste kurz noch mein Lotto-Getränk trinken. Mach das mal. So. Ja, Peter hatte wie gesagt einen Begriff. Der hat 10 Begriffe dazu dann genannt. Wenn ihr Übereinstimmung habt, gibt es dann einen Punkt für dich. Ja. Und du hast 45 Sekunden Zeit, mir da alles durchzuballern, durchzunennen und die Zeit läuft, sobald ich den Begriff genannt habe. Und der Begriff, den Peter hatte, war oder ist Italien. Pizza, Pasta, Käse, Parmesankäse, Italia, Fratelli, Ferrari, Michael Schumacher, Barrichello, Rubens Barrichello, keine Ahnung, Vettel, Sebastian Vettel, Formel 1, F1, FIA, Fiat, Ferrari, Hengst, Pferd, Rot, Straße, Toskana, Rom, Kolosseum, Papst, wird Vatikan, Vietnam wollte ich schon sagen, Mafia, Reis, Oliven, Olivenöl, Wein, Rotwein, Weißwein, Reiswein, Europa, südeuropäisches Land, Südeuropa, Stiefel, Stiefelform, Land, Italien, Italia. Stopp! Ja. Stopp. Die Zeit ist rum. Und ja, wir lösen natürlich am Ende auf, wenn alle mal gesagt haben, ihre Begriffe. Und wir ziehen als nächstes Christian. Bumm. Christian. Hi. Du hast auch wieder 45 Sekunden Zeit. Dein Begriff, sobald ich den Begriff von Peter genannt habe, dann geht's halt los für dich. Welcher Begriff? Und das sag ich dir gleich. Ah ja. Und ja, du hast 45 Sekunden Zeit und der Begriff von Peter ist Italien. Pizza, Imola, Monza, Ferrari, Nudeln, Neapel, Rom, Kolosseum, Venedig, Schuh, Sizilien, Mafia, Sardinien, was haben wir noch? Kaffee, Espresso, Vespa, Lamborghini, Fratelli. was haben wir denn noch? Pizza, Pesto, Penne, Nudeln, Gnocchi. Stopp! Your time is up! Und als nächstes ist Sebastian dran. Hallo. Hallo. So, genauso auch für dich. Du hast 45 Sekunden Zeit.
Sobald ich den Begriff genannt habe, den Peter hatte, laufen die 45 Sekunden und der Begriff, den Peter hatte oder hat, ist Italien. Italien, Nationalhymne, Ferrari, F1, Imola, Rom, Kaiserreich, Cäsar, Römer, Künstler, Da Vinci, Meer, Mittelmeer, Berge, Europa, Flagge, Pizza, Spinat, Pasta, Nudeln, Eis, Wein, Italiener, schnelle Autos, Lamborghini. Zeit ist rum. Ja, ist besser so. Oh Mann, ey, oh Mann, ey, oh Mann, ey. Ey, sei froh, dass du nicht weiß, grün und rot genommen hast, ey. Das ist richtig. Das wäre bitter geworden. Sorry, aber bei Peter gehe ich nicht davon aus, dass er die Flaggen nimmt. Ich dachte gerade deswegen vielleicht. Aber ne, ist gute Entscheidung gewesen. Und Alpago war zum Glück auch nicht dabei. Richtig, richtig. Also komm bitte. Der ist ja auch aber, nicht in Italien. Aber Bram hat Stiefel gesagt und Christian Schuh, möchte ich mal ganz kurz sagen. Scheiße, Stiefel, ja. Ja, stimmt, da war die Diskussion. Ja, ja, perfekt. Wir haben der erste Begriff, den Peter genannt hat, war Land. Was sagte Bram? Denn Italien ist ein Land. Das ist richtig. Das Mist. Der zweite Begriff von Peter war Pasta. Pasta sagten Bram und Sepp. Habe ich Pasta nicht auch gesagt? Du hast Nudeln gesagt, das war der dritte Begriff. Du ging dann nicht irgendwann los mit Pasta, Gnocchi? Ist ja egal, du hast Penne hast Nudeln. Du noch gesagt. Du hast Penne gesagt. Ja. Pasta habe ich nicht mitgestrichen. Wie gesagt, Nudeln ist der dritte Begriff, das sagten Christian und Sebastian. Spaghetti ist der vierte Begriff, das sagte niemand, Peter, oder? Spaghetti hat niemand gesagt. Nee, Spaghetti. Nudeln, fuck. Ferrari sagten alle. Rom sagten alle. Ich glaube, Fratelli sagten auch alle, aber es war nicht der Begriff, sondern Nationalhymne war der Begriff und das sagte nur Sebastian. Ja, ich dachte... alle haben irgendwie so angestimmt damit. Ihr habt alle an Jays Singen der Nationalhymne gesagt. Aber halt niemals so Nationalhymne gesagt, sondern einfach so Fratelli, das Italia. Das war bitter. Europa ist es auch ein Land, also beziehungsweise Europa war der Begriff, sagte Sepp und sagte Bram. Pizza sagten alle. Und der Vatikan war der letzte Begriff von Peter, das sagte Brammen. Bram hat richtig viele. Ich hätte besser Mafia sagen sollen, ist der Mafia, nah dran. Ja, Mafia hatten auch sehr viele von euch, ja. Muss ich auch mal lachen. Bram hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte geholt, diese Runde. Stark. Ja, ich gerne für dich, Peter. Das heißt, ich habe auch 7 Punkte geholt, das ist ja optimal. Ja, weil wenn er der Beste ist, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hat Sebastian. Oh. Und Christian hat 1, 2, 3, 4. Und Peter bekommt damit auch 7 Punkte, weil der die Punkte bekommt von dem Besten. Ja. Das war an der Stelle Runde 1. Alter, ich habe hier Textmarker, die komplett leer sind. Warum habe ich leere Kosten? Na egal. Bram ist der Nächste. Alles klar. Und dann verpiesel ich mich mit Bram ins Separé und ich ziehe euch gleich wieder. Jo. Okay. Oh. Was hast du das ist schon lustig, dass du quasi an zweiter Stelle bist. Ich habe ja vorher ausgelost. Du bekommst den Begriff Drogen. Okay, dann nehme ich Sucht. Okay, Sucht. Ja, dann nehme ich natürlich Weed. Weed? Koks. Koks? Glaubt die Leute werden dadurch 420? 420? Ich glaube, einer von denen. 420 oder wie auch immer, 420, ja. Keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Ja, genau. Ich gehe fest davon aus, dass einer so in die Richtung gehen wird. Dann Rauchen. Rauchen, ja. Okay, so.
Jetzt dürfen wir uns aber nicht zu sehr nur darauf festlegen. Also man könnte natürlich jetzt noch ganz viele andere Heroin bla 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 machen. Aber ich glaube, wir haben da schon so die, an die die Leute relativ schnell denken werden. Dann illegal. Illegal, ja. Boah, schwierig, schwierig, schwierig. Gefährlich. Gefährlich. Vielleicht? Ah, oder? Gefährlich? Doch, gefährlich nehmen wir mit, komm. Da denke ich so an Peter und so. Der wird bestimmt in vielleicht in so eine Richtung agieren. Was ist, wenn du so Meth nimmst oder sowas? Noch ein paar Arten? Ja, da haben wir auch drüber nachgedacht. Ein paar Arten noch zu dem. Aber ich dachte mir dann, ob man dann nicht vielleicht zu sehr in diese eine Richtung nur pusht, weißt du? Und dann halt... Ah, ja, ja. Okay. Leute, verliert einfach. Wobei, natürlich kannst du auch den Lucky Punch machen, dass Christian kommt, der zählt am Anfang 10 Stück auf. Und dann hast du sie trifft, alle. Genau, trifft halt alle und dann ist halt gut. Ja, dann pass auf, dann lass Meth und Heroin noch nehmen. Meth und Heroin. Voll? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hast du jetzt. Du hast Sucht, Weed, Koks for 20, Rauchen, illegal, gefährlich, Meth, Heroin. Okay. Das sind die du bislang hattest. Okay, dann... wir nehmen... Wohin hat man Kokain dabei? Koks. Koks, okay, ja, Koks reicht. Also Koks, aber. Kokain würde ich sagen, ja, ist schon das okay, ziemlich dasselbe, ja. Das würde ich beides okay, durchgehen dann lassen. Dann nehmen wir noch Alkohol. Alkohol, ja, das würde ich auch sagen, ist eine Droge. Ja. Und dann gehen wir damit mal und gucken mal. Vielleicht haben wir ja Glück, dass einer wirklich doch so durchpusht und einfach nur so Drogenarten aufzählt und dann ist gut. Das kann natürlich sein, dann hast du Glück. Dann habe ich Glück. Aber vielleicht macht das auch... Vielleicht, mal schauen, ich bin gespannt. Christian ist der Erste, den wir ziehen. Dann zieh ich dir mal. Pam, hallo? Fratelli. Hallo. Italia. Das ist natürlich nicht Peters Brams Begriff gewesen. Das ist Begriff, das ist schon richtig. Nee. Nur ist auch wieder 45 Sekunden Zeit. Und Brammens Begriff sind Drogen. Oh Gott. Koks, Gras, Marihuana... Holland, Rauschmittel, Pep, was gibt's denn noch? Crystal, Meth, Alkohol, Tabak, Zigaretten, Bier, Wein, Volksdroge, Opium. Serotonin. Nee, was ist noch? Klebstoff. Schnüffeln. Spritzen. Rauchen. Zeit ist rum. Okay. Gar keins mehr. Ja. Zwei noch. Keine mehr. Ja, der Typ ist schon sein Otto, ne? Ja. Ich kann kein Deutsch, aber der ist okay. Ich wollte dir auch so kurz sagen, dass du sehr lachen, als du Peps gesagt hast. Da war ich direkt getriggert. Ich habe im Stream alle Folgen von dem angeguckt. Ja. Als nächstes ist Sepp dran. Zack. 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 Zack, zerab. Bartelli. Brammens Begriff, lieber Sebastian, ja. Ist oder sind Drogen. Drogen, Koks, Haschisch, Amphetamin, LSD, Cannabis, Gras, High, Rausch, Delirium, Rauschzustand, Verkaufen, Geld, Dealer, Drogenhandel, Kartell, Drogen, Spritzen, Schniefen, Rauchen, Pusten, Drogentest, Drogenpolizei, Strafe, Coffeeshop, Bong. Die Zeit ist rum. Alter. Bong war aber noch drin. Wenn das relevant war. Wenn das relevant war. So, als nächstes kommt Peter. Peter! Jonathan!
Bist du bereit, jetzt auch zu starten? Mhm. Nice. Das heißt, Brammens Begriff ist oder sind Drogen. Cannabis, Crack, Kokain, Heroin, Frankfurt, Applaus, Hauptbahnhof, süchtig, Sucht, verboten, illegal, legal, Coffeeshop, Holland, Niederlande, nehmen, inhalieren, schnupfen, Überdosis, Krankenhaus, Drogenfahndung, Kolumbien, Verkauf, Ankauf, Sterben, krank, Trauer. Stopp! Alter, Peter, du bist ja mega düster, Junge. Weißt du, deine Worte sind so eine Geschichte. Weißt du, was von Drogen? Yeah, und dann weiter. Kolumbien, Verkauf, Ankauf, Krankenhaus, Polizei, Tod. Okay. Das war quasi so eine Lebensgeschichte von einem Drogensüchtigen. Ja, wirklich, die, einfach so einmal durch. Okay. Ja, Bram hatte den Begriff als erstes Sucht. Oh. Den hat Peter gesagt. Der zweite Begriff war Weed. Oh. Gras habe ich gehört, Marihuana habe ich gehört, hab Weed habe ich nicht Weed. Einmal gehört. Habe ich ja auch nicht. Koks. Ja, das ist so viele Ausdrücke für. Das stimmt. Koks sagten alle. Ah, easy snack. Der nächste Begriff war, naja, 420 oder 420 oder was auch immer ihr möchtet. Das hat aber keiner gesagt. Rauchen. Peter hat auch viele Sachen gesagt mit Inhalieren, so glaube ich, Spritzen oder so. Aber Rauchen. Rauchen sagten Christian und Sepp. Na Mann. Peter, dafür bist du mit illegal am Start. Das sagt es nämlich nur du. Ach. Ja, Mist, da war ich schon abgedriftet in die Volksdrogen. Das stimmt. Ja, gefährlich. Krankenhaus und so weiter hatten wir auch, aber gefährlich dachte, glaube ich, niemand. Gefährlich. Meth. Meth war der achte Begriff von Bram und das sagte Christian. Heroin sagte nur Peter. Und Bram natürlich. Und der letzte Begriff war Alkohol. Und Alkohol ist für Christian eine Droge und für die anderen nicht. Habe ich nur nicht gesagt. Ja, okay. Hast du nur nicht gesagt. Und damit haben wir 4 Punkte für Peter in der Runde. Wir haben 2 Punkte für Sepp. Das ist bitter. Und wir haben für Christian 4 Punkte. Und damit für Bram auch 4 Punkte. Das ist belastend. Da geht niemand zufrieden raus aus der Runde. Nee, am besten ist ja, wenn du einen hast, mit dem du richtig hart synergiert hast und alle anderen waren scheiße. Das ist ja so der Best Case. Bisher war ich mit theoretisch der Best Case. Ja gut, aber vielleicht räumst du ja jetzt richtig ab, weil du mit einem richtig synergierst zusammen. Zum Beispiel mit Sebastian, der ist nämlich hinten mit dir, sozusagen. Ja, wäre toll. Heißt, du musst jetzt quasi Sepp so eine... Sepp darf keine Punkte an mir machen. Nee, doch, Sepp muss ganz viele Punkte an euch machen, damit ihr an Peter und Bram vorbeikommt, theoretisch. So, das stimmt. Steht aktuell 11 Punkte Peter, 11 Punkte Bram, 8 Punkte Chris, 9 Punkte Sepp. So, Christian ist der Nächste, ich zieh Christian. So. Schon lustig, dass der Zufall auf jeden Fall Bram Drogen zugesteckt hat. Ja, das fand das sehr passend. Deswegen kam ich auf Koks und Crystal. Ja. Dein Begriff ist Zirkus. Ach du Schande. Wir haben natürlich so eine Zirkustour gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, nehmen wir die, sagen wir einfach Tour? Ja, Pizza Me Tour oder Tour wird auf jeden Fall zählen. Diesen Zirkus. Also das als gesamten Begriff in Anführungsstrichen können wir halt auch krass machen. Weil das sind halt, wenn eins von diesen 4 Worten falsch ist, ist es halt nicht genommen, ne? Also da würde ich vielleicht lieber Zirkustour nehmen. Ja, wenn die Zirkustour sagen, dann zählt Tour auch.
Ja, stimmt. Zirkustour, Pizmitour. Ja, genau. Also, dafür, also wenn die halt Tour sagen, reicht mir das. Dann würde ich halt. Außer natürlich, du willst explizit Tour und Pizmitour drin haben, dann. Nee, dann nicht. Was haben wir denn noch? Manege. Manege. Zelt oder Zirkuszelt. Zelt, ja. Wer tritt denn so im Zirkus auf? Eigentlich ein Clown, oder? Ein Clown, ja, ein Clown. Clown nehmen wir mit dabei. Dann hatten wir... Wir hatten Tiere in unserem Zirkus. Das ist ja eigentlich nicht so gerne gesehen, aber... Früher war das noch öfters der Fall. Bei unserer Tour hatten wir ja Tiere dabei. Ich war, glaube ich, ein Bär. Ja. Bram war ein Löwe. Ja. Tiere, also einfach... Tiere, okay, ja. Wie heißt denn nochmal? Willst du denn speziell die Tiere auch noch durchgehen oder einfach Oberbegriff Tiere nehmen? Ja, gucken wir mal. Für die Tiere brauchst du einen Dompteur. Ein Dompteur, ja. Wie heißt denn der Typ, den Peter gemacht hat da, den Zirkusvorsteher? Nee. Zirkusdirektor, oder? Sagt man nicht Direktor dazu oder Dompteur? Dann würde ich Direktor nehmen. Nee, Dompteur ist ja für Tiere. Ja, okay. Was könnte man denn noch jonglieren? Zuschauer, keine Ahnung. Jonglieren geht natürlich auch, das hat Bram auch gemacht. Genau. Hab ich sogar ein bisschen gelernt dabei. Was jetzt aktuell? Tour, Manege, Zelt, Clown, Tiere, Dompteur, Direktor, Jonglieren. Genau. Zwei fehlen dir noch. Cirque du Soleil. Ach du Scheiße. Nee, da wird wahrscheinlich, werden nicht viele drauf kommen. Ich könnte mir bei Bram vorstellen, dass der das sagt, aber da wäre ja schlecht. Woran würde Tiere Sepp denn noch denken? Sepp denkt bestimmt an Katzen. Dann also würdest du Katzen Tiger mit oder, dabei, Tiger, oder Tiger, Löwe, Tiger, keine Ahnung. Löwe ist er, oder? Echt, willst du Tiger? Ja, die weißen Tiger von Siegfried und Roy. Ja, also okay. Tiger, oder? Tiger, okay. Wenn du Tiger haben willst, dann schreib dir Tiger auf. Elefant. Wasser für die Elefanten. Was denn? Aber ein Film. Wasser für die Elefanten. Film. Okay. Mit Robert Pattinson und fuck, wie hieß er denn? Hier, Christoph Waltz. Lol. Klingt eigentlich ganz gut. Ja, der war so ein Drama-Film, würde ich nennen. Aha. Okay. Wasser für die Elefanten hieß der. Keine Ahnung, wie der auf Englisch heißt. Nicht Water for the Elephants. Water for Elephants hieß der. Ja, okay. Okay. Also du hast Tour, Manege, Zelt, Clown, Tiere, Dompteur, Direktor, Jonglieren, Tiger und Elefant. Bist du damit zufrieden? Yes, ich habe auch mitgeschrieben. Okay, gut. Dann, ja gut, wie gesagt, auch immer im Zweifel da mal was auch so drauf hören oder so. Da ich versuche das immer alles wegzustreichen. Ja, du machst das schon. Ja. Ja, ja. So, Sepp. Ja. Jetzt ist eine Synergie Christa, natürlich muss, wichtig bei euch. Jetzt, ne? Jetzt muss es klicken. Ja. Ich sende dir Glück. Ja. Okay. Und Wissen. Natürlich auch immer gefragt. Ja, Sepp. Der Begriff von Christian ist Zirkus. Zirkus, Elefant, Tiger, Dompteur, Zirkusdirektor, ich liebe diesen Zirkus, Pizmitour, Zirkus Halligalli, nee, wie heißt der? Doch, das war Halligalli, aber Krone, Zirkus Krone, Clown, Hochseilartist, Hochseil, Sand, Manege, Peitsche, Giraffe, was gibt's denn noch? Zebra, Bär und Publikum, Tickets, Abendvorstellung, Vorstellung, Entertainment, Spaß, lustig, was gibt's noch für Tiere? Tiger, Löwe, Stopp, die Zeit ist rum. Ich möchte kurz auf die Frage hinweisen, die er gestellt hat. Ich hab's unterstrichen. Was denn? Nee, ist schon gut. Ich hab's unterstrichen. Alles, was gesagt wird, okay, zählt krass. Hier rein. Schon lustig. Okay. Ja, dann ziehen wir Peter. Das war schon nice. Okay. Hier kommt ein Gelächter rein, interessant. Aber lustig. Ein lustiger Begriff.
Okay. So. Der Begriff von Christian, lieber Peter, ist Zirkus. Zirkus. Zelt. Wir lieben diesen Zirkus. Elefanten, Tiere, Tiger, Löwe, Direktor, Zirkusdirektor, Manege, Bühne, Kunst, Athletik, Springen, Seiltanz, Clown, Clowns Auto, Eintritt, Kamele, Zauberer, Magier, wie heißen diese Zirkus denn? Roncalli, aufs Lachen, Clowns Lachen. Die Zeit ist rum. Okay. Sorry, aber das kam sie. Wie hieß er? Ah, Roncalli. Guck mal. Mit Spucke kann man diese Textmarker wieder funktionabel machen. Ich musste gerade noch reparieren hier den Textmarker für Peter. Spoiler, ich hab dir was angemarkert. Okay. So. Sehr gut. Bram ist dran. Ich hab mich bewaffnet. Der Bram ist wieder dran. Jetzt wird's. Oi. Jetzt kommen wieder das Pistolen feuern. Hau raus. Der Begriff von Christian ist Zirkus. Affen, Tiger, Löwe, Clown, Zirkusdirektor, Zirkus, Zuschauer, Zirkuszelt, Elefanten, Tiger, Löwe hatte ich schon, Kamel, Pferd, Kunststück, Hunde, Show, Zaubershow, Aufführung, Bühne, Tribüne, Sitze, Stühle, Stadt zu Stadt, Cirque du Soleil, Akrobatik, Tanz, Aufführung, Witze, witzig, Comedy, Komik, traurig, Clownsauto, rote Schuhe, rote Nase, Geld, Eintritt, was gibt's da noch? Oh Scheiße, Alter, jetzt hab ich mich verrannt. Zaubertricks, Tricks, Licht, The Show Must Go On. Wisst ihr, Jay, ich hab's dir gesagt, Cirque du Soleil sagt nur Bram. Das ist richtig. Echt? Ja. Herr Cirque du Soleil hat mir kurz überlegt, reinzunehmen. So, Tour. Bei Pizza Tour. Wir lieben diesen Zirkus, habe ich auch gehört. Also vielleicht hättest du ja auch das einfach wirklich einfach wir lieben. Ja, aber lieben diesen ganzen diesen Begriff. Ja, aber der ist halt auch als einzeln nehmen können. Wär, oh. Er wollte es als einen Satz stehen lassen, so. Wenn du dann sagst, wir mögen diesen Zirkus oder kriegst du nicht mehr ganz hin, dann war mir zu gefährlich. Ja, verstehe ich. Tour, sagte Sepp. Yes. Ah, also, Christian! Fängt gut an. Manege. Ah. Sagte Sepp und Peter. Sepp schon so, hab ich vergessen. Manege, hast du gesagt. Manege. Zelt. Also Zirkuszelt, weil das sind ja in der Regel veranstaltender Zirkus der ihre Aufführung. Das sagte Bram und Peter. Clown. Sagten alle. Das Beste war jetzt Tiere. Tiere sagte Peter auf jeden Fall und Sepp sagte so, was gibt's denn noch für Tiere? Ja. Und ja, alles, was gesagt wird, zählt. Deswegen ja gut, okay. Tiere ist wohl auch gesagt worden. Von Sepp. Dann sagte Dompteur Sebastian. Oh. Ich hoffe, Direktor sagten alle. Zirkusdirektor, Direktor zählt ja beides. Jonglieren. Denn das hat zum Beispiel Bram sehr gut gemacht bei der Tour, sagte niemand. Dafür sagte immer jeder, glaube ich, vorher Tiger, bevor der Löwe kam. Ich hätte echt eher den Löwen genommen als den Tiger, aber letztendlich sagten, glaube ich, auch alle immer Tiger oder Löwe. Ich also glaub, Löwe das auch haben safe... auch alle gesagt. Ja, glaube ich auch. War wichtig. Tiger sagten alle und Elefant sagten auch alle. Das war eine punktereiche Runde. Mhm. Wow. Zählen wir mal durch. Also Peter Wir haben auf jeden Fall erreicht, dass Sepp abgeräumt hat. Ja. Sepp hat auf jeden Fall, glaube ich, die meisten, ja. Mit Christian wir gucken mal. Abgeräumt. Peter hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist auch schon mal auf ziemlich stark. Ist. Stark, Bram hat 1, 2, 3, 4, 5. Das ist gut. Nicht stark. Und Sebastian hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Und damit kriegt Christian auch 8 Punkte.
Und ja, damit haben wir jetzt quasi einen Zwischenstand vor dem quasi letzten Durchgang von 18 Punkten bei Peter, bei 16 Punkten Brammen, bei 16 Punkten Christian. Oh. Und bei Sebastian sind wir bei 17. Boah, ist ja mega knapp. Das heißt, Peter knapp führt alles aktuell. Holy fuck, Alter. 16, 16, 17, 18. Ist noch alles drin? Okay. Du musst jetzt, ja, eigentlich musstest du jetzt mit Bram oder mit Christian connecten. Ja. Ja. Mal gut. Ja, aber ich kann ja jetzt gar nicht mehr an Sepp vorbei. Das ist richtig. Und Bram auch nicht. Das ist richtig. Möglich. Das ist möglich, aber trotzdem. Vielleicht geht's ja noch um den letzten Platz, wie immer. Deswegen, Sebastian, ich zieh dich. Ja. So. Der Zufall wollte es, dass du den Begriff Schlafzimmer kriegst. Warte mal. Schlafzimmer. Bett. Schlafzimmer. Bumsen. Ficken. Also du willst bumsen und schlafen. Ficken. Ja. Bumsen und ficken. Schlafen. Bett, schlafen. Bett, bumsen, ficken, schlafen. Matratze. Matratze. Schlafzimmer. Das ist ja der Begriff. Achso, beim. Schlafzimmer ist der Begriff, aber Schlafzimmer zählt dann nicht nochmal. Achso, Entschuldigung, ich hatte irgendwie im Kopf Bett war das Begriff, war der Begriff. Nee, du hast Bett gesagt. Ja, ich bin verwirrt. Schlafzimmer. Ja, Quatsch. Was habe ich denn noch im Schlafzimmer? Kleiderschrank? Ein Kleiderschrank. Oder Schrank? Schrank, wenn Kleiderschrank auch bei Schrank zählt, ja. Ja. Jetzt sind es 7? Oder wie viel sind das? Du bist jetzt bei 6. Bett, 6. Bumsen, Ficken, Schlafen, Matratze, Schrank. Schlafen. Bett, Bumsen, Ficken, Schlafen, Matratze, ach, Schrank. Entschuldigung. Ich hätte mir das aufschreiben müssen. Dann im Schlafzimmer noch. Nachttisch, Lampe, ja. Lesen. Kopfkissen. Kopfkissen. Bettdecke. Wenn einer Kopfkissen macht, dann macht er auch Bettdecke automatisch. Ja. Ich habe noch ein Babybett im Schlafzimmer stehen, aber ich glaube die anderen nicht. Ich glaube, du kannst natürlich Babybett nehmen. Das würde ich natürlich nicht zählen lassen, wenn die nur Bett sagen. Ja, mach mal Nachttisch. Nachttisch. Kann man denn im Schlafzimmer außer Vögeln, Bumsen? Wecker. Was? Wecker? Wecker. Wecker. Schläfst ja. Keine Ahnung. Ich glaub nicht. Ich glaube, es geht ja ums Schlafzimmer. Also ums Zimmer okay. Mehr. Haus. Wohnung. Ja, mach mal Haus. Nee, Haus. Ach, verdammt. Raum? Raum ist natürlich auch okay. Und damit hättest du theoretisch ja, jetzt mach deine mal so. 10. Raum was ist ja Bett? Eigentlich, Zimmer darf ich ja nicht nehmen, also ist ja ein Raum. Ja, stimmt, Schlafzimmer, stimmt. Du, also schlafen geht aber trotzdem, ne? Also im Schlafzimmer ja. Schläft man. So. Ja. Aber auch ein Zimmer. Ja, ja. Raum. Ah, Raum ist okay. Bett, Bumsen, Ficken, Schlafen, Matratze, Schrank, Kopfkissen, Bettdecke, Nachttisch, Raum. Ja. Das sind deine Begriffe. Klingt gut. Klingt gut. Okay. Dann ziehen wir Peter. Peter. Jo. Jetzt musst du dich anstrengen, ne? Also geht es für dich natürlich um den Sieg. Ja, ich lieg vorne, oder? Ja. Du liegst aktuell in Führung. Das heißt, wenn ich jetzt der Beste bin... Wir haben nur Dinge genommen, auf die du nicht kommst. Das heißt, ich muss nur besser sein als der Rest. Aber du musst besser sein als Bram und Christian, das ist richtig. Okay. Der Begriff von Sebastian ist Schlafzimmer. Haus, Bett, Bezug, Bettbezug, Schlafanzug, Kissen, Decke, Kommode, Schrank, Ankleide, Schrank, Schlafen, Träumen,
Bex. Wie heißt denn der Scheiß? Zustell, Schränkchen, Lampe, Wecker, Birne, Deckenlicht, Licht, Jalousie, Vorhang, Kind, Kinder, Schlafen, Zeit ist rum. Du hörst dich nicht zufrieden an. Gucken wir mal. Ja, gucken wir mal. Sehr überschaubarer Begriff, ne? Ja, irgendwie schon. So, Brahman. Ja. Jetzt gilt es natürlich für dich, vielleicht noch Zweiter zu werden. Ja. Das heißt, gute Leistung. Der Begriff von Sebastian ist Schlafzimmer. Schlafzimmer ist ein Bett, eine Decke, ein Kissen, ein Holzbett, Stahlbett, Jalousien, Rouladen, Fenster, Fenster auf, Fenster zu, kalt, warm, kuscheln, schmusen, Sex, Nachttischlampe, Babybett, Nachttisch, Nachttischschublade, Kopfhörer, Musik, Stille, Licht, Dunkel, Hell, Lichtschalter, Schrank, Kommode, Kleiderschrank, Tür, offen, zu, Teppich, Fliesen, Parkett, Lampe, Licht, was gibt's da noch? Matratze, wie heißt das? Boxspringbett, Schaumstoff, Federkernmatratze. Die Zeit ist rum. Federkernmatratze. Ja, Bram hat aber alles rausgeholt noch, das war nicht schlecht. So geil, ey. Eine gute Federkernmatratze. Nicht angehalten. Das ist so, ich traue selbst zu, dass er so einen Begriff nimmt, ja. Er ist kurz, prägnant, den kennt jeder. Okay. Kann natürlich sein. So. Okay. Geh mal kurz an die Tür, aber ihr könnt ja weitermachen. Sehe ich Christian. So, Christian. Für dich gilt halt dasselbe wie für Bram. Wenn du jetzt ja eine richtig krasse Leistung hast, könntest du noch Zweiter werden. Das ist okay. Ich habe gerade ein bisschen mit mir selber geredet, bis ich gemerkt habe, dass du Leute rausgezogen hast. Nice. Sehr schön. Der Begriff von Sebastian ist Schlafzimmer. Bett, Kinderzimmer, Schrank, Matratze, Nachtschränkchen, Lampe, Leselampe, Schreibtisch, Schreibtischstuhl, PC, Fernseher, TV. Also Fenster, also hier Deckenlampe, Bettdecke, was haben wir noch? Tür, Boden, gute Nachtgeschichte, Schlafen. Zeit ist rum. Schlafen war noch drin. Wenn's okay, jetzt bin ich mal gespannt. Gesagt wurde. Ich bin auch gespannt. Schlafzimmer. Da habe ich gar nicht. Das ging nicht ganz in die Richtung, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber guck. Bett. Sagte, glaube ich, jeder als erstes. Wenn ich das richtig sehe. Das ist gut. Bumsen. Als ob. Sagte niemand. Ich hatte sogar Sex, nimmst, Alter. Ich hab gedacht, Peter sagt halt nur Sex, ne? Und Bram oder vielleicht auch Christian sagt irgendwie Sex, Bumsen, Ficken, Hartanal oder so. Kommt da irgendwie bei Bram seine ganzen Sextechniken durch. Das ist richtig, aber du bist für mich nicht nur der sexuelle Typ Mensch in der Ausdrucksweise. Also, wer hat denn in der Ausdrucksweise? Kind? Und wo wurde das gemacht? In der Ausdrucksweise. Weiß man ja nicht. Keine Ahnung. In der Hatte bei Friendly Fire. In der Küche war oder so. Würde mich schon interessieren. Nee, sag ich mal. Welche Stellung? Alle. Das will ich nicht wissen, sonst also kann ich euch nicht mehr ins Gesicht gucken, das ist kein Scheiß. Die Seite war, glaube, wie wenn gesagt. Wenn ich jemals einen meiner bekannten Menschen nackt sehen sollte, kann ich mit dieser Person nicht mehr reden. Okay, krass. Das ist gut. Ah. Also nicht, weil ich das irgendwie kacke finde oder so, sondern weil ich jedes Mal daran denken würde. Das geht nicht. Schlange, Schlange. Der dritte Begriff war, ja, wie Sebastian schon sagte, wer an Bumsen denkt, der denkt natürlich auch an Ficken. Wenn ich das? Okay. Also, niemand sagte Ficken, aber vielleicht denkt jeder dran. Aber Sex sagte, glaube ich, auch fast
Jeder. Ich habe Sex nicht gesagt, glaube ich. Hast du Sex nicht gesagt? Okay. Ja, dann war das, wie gesagt, habe ich auch nicht abgestrichen, weil das gab es nicht, den Begriff. Schlafen! Schlafen macht man ja im Schlafzimmer, durchaus. Das sagte Peter und sagte Christian. Yes. Mein. Matratze! Denn da schläft man ja in der Regel drauf. Sagten Brammen und Christian. Schrank! Denn man hat ja in der Regel einen Kleiderschrank oder sowas, ja? Das sagten alle. Sein Kopf liegt in der Regel auf einem Kopfkissen oder ein Kissen. Und das sagten Peter und Brammen. In der Regel schläft man dann auch mit einer Bettdecke. Das sagten alle. Dann haben wir, wie heißt das Ding nochmal? Ach ja, Nachttisch, Peter. Ah. Das sagte Brammen. Das ist mir nicht eingefallen. Ich glaube, irgendwer sagte Nachtschränkchen. Ich sagte das. Nachtschränkchen, ja. Mhm. Ja, und der letzte Begriff war Raum. Denn das ist ja ein Raum. Das sagte niemand. Ich habe nicht Raum gesagt. Boah, ich dachte, ich hätte Raum gesagt. Gibt's doch nicht. Zimmer, glaube ich. Ja, das kann sein, dass ich Zimmer stattdessen gesagt habe. Wait, ich war Nacht vor dir dran. Ich hab Raum nicht abgehört. Er tut mir das leid, wenn ich dich woher weiß ich das jetzt, ist die Frage. Aber Raum sagte niemand. Wecker sagte jeder, glaube ich, oder sowas. Oder so Lampe. Ja. Naja. Lampe und Licht war ganz viel bei Lampe, euch. Licht, Rollo und sowas. Ja. Licht aus zum Schlafen. Gut, zählen wir mal durch. Peter hat 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Kommt damit auf einen Endpunktestand von sage und schreibe 23. Boah, das ist viel. Das ist echt viel. Also ich glaube 23 hatte ich teilweise hier mit der Extrarunde noch. Am Ende, ja. Aber hatte Sebastian nicht nur einen weniger als ich? Ich hatte einen weniger, ja. Das heißt, irgendwer muss einen mehr als Peter haben. Dann wäre Ausgleich, hättest du noch nicht allein gewonnen. Ist mir egal, hast du schon mal gewonnen. Christian hat 1, 2, 3, 4, 5 Begriffe. Kommt damit auf 21, was auch eine starke Leistung ist, weil 21 Bumsen, ist auch nicht wenig. Alter. Macht mich ja immer noch nicht fertig. Der Lüller hätte Bumsen gesagt. Bumsen, ja. Ja. So, Brammen, du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6 Begriffe. Yay! So ist das. Man kommt damit auf 22 und damit bekommt Sebastian auch 6 Punkte und ist auf 23 Punkten am Ende. Okay. Und aber verdient, Peter. Ja, du auch. Damit haben wir einen geteilten Sieger mit Peter und Sebastian vor mit 23 Punkten. Danke. Schön. Vor Bram. Mit 22 Punkten. Vor Christian mit 21 mega Punkten. Wir haben alle die 20er geknackt, was sehr, sehr stark ist. Geil. Das war mal wieder eine Folge 10 gegen Willi. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.